So, willkommen zurück zu EP. Ja, ich hatte mal eine kurze Unterbrechung jetzt. Und ja, ich dachte mir, wir machen jetzt mal an dieser Anlage weiter, weil mir an der Anlage Let's Play nichts mehr einfällt im Moment. Da machen wir dann mal ein anderes weiter vielleicht. Und ja. Ja, die Anlage kennen wir schon aus der Folge 50. Also mit den Gleisen ist hier eigentlich alles getan. Und was ich jetzt hier machen könnte, ist mal die Beleuchtung, die Lampen zwischen den Gleisen. Und da suche ich jetzt einfach mal welche raus. Ich weiß jetzt null, wo die sind. Ich glaube irgendwo unter Immobilien. Der Ausstattung scheinbar schon mal nicht. Beleuchtung. Ne, das ist nix. Campinggärten, Werbung, Zubehör, ja gut, hier ist nichts. Ja, Verkehr, Güterbahnhof, Tunnel. Ja, Bahnhöfe, System, Güterbahnhöfe, was gibt es denn hier noch? Kann das Teil hier irgendwo hinbauen? Hier eigentlich alles ziemlich rund ist, eher nicht. Wo würde das noch hinpassen? Eventuell hier auf die andere Seite, aber ja, eher mal nicht. Und ich lasse mal da, was ist. So, Lampen sucht man. Streckenausstattung. Ah, hier sind ja auch welche. Ja, jetzt machen wir mal Nacht hier, wie das aussieht. Dann suche ich mal eine passende. So, die ist jetzt nur auf. Ne, doch auf beiden Seiten, oder? Ja, gut, die gefällt mir aber nicht so. Wie wäre es mit denen hier? Nein, ich will kein Gleis tauschen. Oh Mann. Die ist völlig unpassend. Nein, nein, nein. Was ist mit denen hier? Hätte ich die nicht gerade schon? Nee. Wäre eine Idee, aber jetzt ziemlich dick in der Mitte. Und die ist auch ziemlich groß. Ne, die ist zu groß. Also ein klares Nein. Ja gut, dann bleibe ich mal lieber hier oben. Und nimm dann die. Ne, halt, die haben wir ja gerade. Ich hab doch gerade noch gute. Ja, hehehe. Dann nehme ich einfach mal die hier. Tauschen können wir sie später immer noch. Es geht jetzt eigentlich nur darum, erstmal welche da zu haben. Tauschen geht später schnell. Und so weiter. Und so fort. Ja, das Ganze in 3D. Ich mache eigentlich mittlerweile fast nichts mehr in 2D, muss ich feststellen. Also am Anfang dachte ich, wie ich EP9 bekommen oder gekauft habe. Ich werde weiter in 2D bleiben, aber mittlerweile bin ich sehr viel in 3D, bis auf die Splines und das auch nur mehr eingeschränkterweise. Jo. Gut, das 2D-Fenster ist natürlich trotzdem immer brauchbar, wenn man Dinge genauer machen muss
oder so, und dann, wenn kein 2-Defense da wäre, dann wäre das schlecht. Und ja. So, die muss noch ein bisschen nach links. So, setze ich jetzt einfach mal ein bisschen noch Fantasie. Hier eine, hier eine, hier eine. Ich drehe die dann mal später zurecht. Hier eine. Hier eine, hier eine. Da vorne reicht es dann auch. Dann hier eine. Hier, 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 hier. Dann hier vorne wieder. Hier, 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 hier und hier. Dann hier ein paar. Dann hier die ganzen. Und das Ganze dann auch noch hier vorne. So, da passt sogar. Und hier. Da und da. Und da und da. Und da und dort. Hier. Und hier und hier und hier. Vielleicht auch hier. Und hier. Ja, und dann drehen wir den ganzen Müll hier mal zurecht. Wie es sich gehört. Ich glaube, da bin ich aber jetzt in 2D besser aufgehoben. So, huhu. Ich drehe die jetzt einfach mal nach den Gleisen irgendwie. Ja, was gibt's noch zu reden, zu sagen? Vielleicht kommt jetzt doch eine Neuwahl. Die Ideen kommen immer mehr für eine Neuwahl, weil sich SPD und CDU sowie CSU nicht so ganz einigen können, wie sie sollten. Die SPD will unbedingt Maut, die CDU will das nicht so wirklich. Die SPD will unbedingt Mindestlohn, was ich auch gut finde. Die CDU wiederum nicht. Und so geht das Ganze halt den ganzen Tag. Und ja, und daraus bekommen halt die dann nie was Gescheites raus. Und vielleicht läuft es dann jetzt noch auf eine Neuwahl, wo rauskommen soll, dass die Merkel die Vollmacht übernehmen sollte. Was natürlich auch nicht schlecht wäre, wenn die SPD mal vorne wäre. Aber die haben auch wieder ihre Nachteile. Also mir ist eigentlich ziemlich egal das Ganze. Und ich darf ja sowieso noch nicht wählen. Muss ich noch 4 Jahre warten. Ich bin 14 und ja, von dem her interessiert mich das auch nicht so wirklich. Aber gut. So. So, schon wieder so. Jetzt sage ich M. So,
Dann hier die noch zurecht drehen. Das hier. Ich habe die jetzt einfach mal irgendwie so hingesetzt, dass es einigermaßen reicht. Ich glaube, es sind sogar einige zu viel gewesen. Aber gut, entfernen kann man sie leicht. Zum Hinbauen muss ich wieder in 3D. Da wo ich sowieso gleich hingehen werde. Weil hier in der Drehscheibe, na gut, ob da unbedingt eine hin muss, weiß ich jetzt nicht. Hier vorne muss auf jeden Fall noch eine. Dann hier. Ja, nicht gerade spannend hier jetzt. Ich hoffe, ich habe jetzt hier Musik oder ich versuche hier Musik einzubauen. Mal wieder die alte Musik, aber gut, es ist jetzt hier nicht gerade aufregend. Halt, das Teil hier muss ja anders bleiben. Das ist der Wasserturm. Ich denke mir schon, wieso das so dick ist. Ja, für die Modellbahn muss ich jetzt wieder Schotter kaufen. Der ist mir nämlich ausgegangen, blöderweise heute. Beim Modellbahn-Shop betätige ich das. Und ja, der Achilles ist rausgekommen von Pico. Den werde ich mir holen. Dann werde ich mir irgendwann jetzt demnächst holen den IC3 von Pico mal, weil mich der auch sehr anregt. Dann brauche ich noch eine Baureihe 246 für den Metronom und noch Güterwagen für die ÖBB Taurus und ja, das Ganze wird wieder ein bisschen teuer, aber gut, was soll's. Ja, wie sieht es im Moment aus? Schon mal recht angenehm, muss ich sagen. Geht das hier noch nicht? Kann ich jetzt hier mal drehen? Zur Abwechslung. Gerade spannend ist das jetzt hier auch nicht, vielleicht, aber macht jetzt mehr Spaß wie an der anderen Anlage die ganze Zeit. Modelle zu suchen und zu überlegen, was ich machen soll, und hier ist mir halt das mit den Lampen gleich eingefallen und ja, darum jetzt hier mal, und ich werde das jetzt auch öfters mal machen, einfach mal in ein anderes Projekt gehen und nicht immer an einer Anlage bleiben, weil es, wenn einem nichts mehr einfällt, wir bauen jetzt hier mal ein paar Folgen lang, und wenn uns hier nichts mehr einfällt, bauen wir halt wieder woanders. Und so arbeiten wir uns mal voran durch unser Let's Play. Jetzt sind alles Let's Play online. Wie lustig. Ist die Lampe hier, muss hier hin. Ist mehr passend, würde ich sagen. Und die hier. Ja, die spannende Lampendrehung. Spannung bis zum Umkippen. Oh, vielleicht gefällt es ja manchen. Wir werden auch gleich was anderes tun, wenn wir die Lampen hier haben. Das sind ja jetzt nicht mehr viel. Also ich sag mal noch 1-2 Minuten, dann haben wir sie alle.